Hallo Leute, und da sind wir wieder zum nächsten Spieltag gegen VfR Aalen. Ja, mal wieder ein blödes Bild, weil sonst sehen wir immer das hier gleich am Anfang. Da muss man gleich vorne, dann spielen wir heute mal gegen Aalen. Teammanagement, Jo Nils Makenga. Heute spielt mal der, wo ist er denn? Hochscheid wieder. Für Khalifi. Ich spiele heute mal rechts. Für unseren Skiller. Ich nenne, weil ja, kann auch kein Mensch aussprechen. Und dann geht's rein in den Spieltag. Ja, wir haben ja die letzten Spiele eigentlich schön immer gewonnen. Also läuft, ne? Es läuft, es läuft. Lupfer und weiter geht's. Hoffentlich wird's wieder so schön souverän, aber auswärts, ja, da haben wir unsere Pannen und unsere Patzer drinnen. Schön, schön, nee, schön ist es nicht, nee. Da sehen wir das Stadion, VfR Aalen, so könnte man es auch in Wirklichkeit, ja, vorstellen. Nur noch weniger Zuschauer. KSC nicht mehr erster, wie man gerade gesehen hat in der Tabelle. VfR Aalen auch hinter uns, nur mit 9 Punkten. Müsste Mario Barth, nee, Oliver Barth, Mario Barth, nee, ist Oliver Barth, der Ex-Freiburger. Wie Hedenstadt, auch Ex-Freiburger, aber ist ja nur ausgeliehen. Bei Braunschweig, da sind wir Treuerkauf, Koraya. Die Aalener mit Bernhard, Ufusu, AIT, Inaud, Bart, Hofmann, Munglas, Gresch, der Darkfuß, Klaus, Leschleiter. Haben die auch nicht Dominik Drexler, der Ex-Führer, der Ex, was machen noch? Ja, nicht mehr. Duisburg? Nee. Ja, das ist jetzt. Wir wissen ja, wo er vorher war. Das reicht ja schon eigentlich, ne? Er war da, wo er vorher war, bei Fibit. Da sehen wir nochmal Nielsen. In Wirklichkeit sieht er älter aus, als er ist. Ist er nur 21. Aber ja, nochmal Schiri anfassen. Oh. Du roter Boy, du machst mich ganz arm mit deinen Haaren. Oh ja. Fängt er wieder an zu singen, schmeißt den Typen raus. Ja, Bernhard, da war später bei Aalen, spielt er keine schlechte Saison, ne, wenn er gespielt hat. Und wer hat Anstoß? Ja, wer hat Anstoß? Ich glaube hier. Da sehen wir nochmal den stärksten Innenverteidiger der Saison bei Braunschweig. Jascha Zureider. Zureide. Zuheide. Ja, lass mir die blöden Witze. Kommen wir zum Spiel und wir sehen, es regnet. Schön, schön. Nee, schön ist es nicht. Müsste ich eigentlich ein Motto nennen. So, schön, schön. Wie oft ich das sage, oh, den ersten ausgetrickst. Und dann gleich mal Hedenstadt. Okay, für Boland und der dazu. Hedenstadt zu Nielsen. Ey, Bakenga. Bakenga, du Sack. Du Sack, du. Ey, das ist mal toll, diesen Ken. Bist du für Norwegen nominiert? Ob du spielst, ist eine andere Frage. Koraya, ja, natürlich. Bakenga mal kurz schicken. Bakenga, kommt er da ran? Jo. Macht er die 10 dann? Holt er den Bernhard? Der Kopf muss ihm. Das sieht zwar ja komisch aus. So, Ken Reichel, den muss er haben. Und die jetzt hier am ersten vorbei. Jo. Schicken wir mal den Bakenga. Los, Boland. Ach, kommt da nicht ran, der Nielsen. Oder fällt er mal hin? War der Regen. War der Regen. Ich hab nicht geschubst. War der Regen. Roland jetzt. Bakenga jetzt auf Nielsen. Harald Nielsen, das muss das 1-0 sein. Durch die Beine? Ja, da ist das, ey. Was war das für ein Ding? Geil. Oh, Bakenga jetzt schön auf Nielsen. Ob das abseits war, das ist egal. Wir führen 1-0 durch die Hosenträger. Ah, Mann. Schön. Schön, dass das geht beim bei FIFA, beim FM. Und dann rollt er und rollt er dann. Ah. Ja. Durch die Hosenträger, ne? Ist immer das Schlimmste für ein Torwart. Weil wenn du überlupft wirst, das mag ich auch nicht. Das konnte ich auch noch nie ab. Ja, ich habe Verteidiger und Torwart gespielt. Meine Größe von 1,68. Ich habe unglaubliche Reflexe. Ich bin der King. Wer ist der Mitte? Ich könnte so sagen, sogar sagen,
Ich bin Manuel Neuer. Oh, Lechleiter. Ja, Giga will jetzt kloppen nach vorne. Oberkenga kannst du holen. Oliver Barth. Komm, Jungs. Der Duckfuß. Da sagt ja der Baumader, der kann ja nix. Hat Wiesig noch. Jo, Boland. Jetzt. Super gespielt. Harald Nielsen. Das muss jetzt sein. Harald Nielsen. Was ist denn das für ein Schuss? Also, den muss er mir erklären. Ach, Junge. Also, ich weiß nicht, was da für ein Schüsschen, warum der nicht richtig geschossen hat. Bakenga jetzt hier auf die Außen. Oh Mann, steht in Abseits, lass es. Ja, ja. Harald Nielsen. Jo. Klar, Abseits. Jo, das war ein Schrei. Ball nach vorne gekloppt, den haben wir. Kurei, Nielsen. Bakenga. Boland. Hochscheid. Joda. Trediken fast um noch. Aber wir haben den Ball. So, schnell mal den Spieler nehmen hier. Und auf die Außen. Wieder ablegen. Flanke in die Mitte. Harald Nielsen. 2-0. So spielt man einen Einwurf. Beim FM. Beim FM. Mann, jetzt hör doch mal auf damit, Junge. Bei FIFA. Schön abgelegt und dann einfach mal reingeflankt und der Ball ist da. Ja, schön, schön. 7. Treffer schon. Und heute wieder mal ein Doppelpack. So schießt man die 2. Liga ab. Und so schießt man VfL Aalen ab. Die sind ja nicht so stark. Gegen, also in FIFA. Khalifi macht dort stark hier. Und legt dann überlegt rüber auf Ken Reiche und dann machen wir mal Ballbesitz. Heenstart. Oh, Hochscheid, da hast du den Ball vergessen. Bart, ja. Der hat auch seine Patzer drinne mit seiner Erfahrung. Yo, Heenstart. Hat er den Ball vergessen? Komm, Jungs, ruf da. Der Robert Lichtleiter, aufpassen. Ja, Hochscheid, super. Bakenga. Halt, Nielsen wartet jetzt auf Khalifi. Und jetzt haben wir den Ball. Und vorbei. Und ab. Na los, zieh, Junge. Ach. Da ist er nicht der Schnellste. Mit Ball. Den Ball erstmal unter Kontrolle zu kriegen. Hat zu lange gedauert. Die Aalner kommen jetzt. Boah, Kessel. Yo, wie geht er denn dazwischen? Robert Lechleiter. Hofmann. Rüber auf die Außen auf. Ufusu. Aye. Ex-Duisburger. Und Boland klärt jetzt. Bakenga, ja, der nimmt sich hier 2 Leute vor. Schickt dann Harald Nielsen auf Reise. Harald Nielsen ist zu schnell für die Abwehr. Der Aalner. Harald Nielsen, kommt da jemand? Da kommt. Jo. Mehr Elfmeter kann heute nicht sein. Da zieht er und bringt uns zum Boden. Der Tatsachen, dass es jetzt vielleicht gleich 3-0 steht. Den Luma in Hattrick für Harald Nielsen. Da sehen wir nochmal. Da zupft er, zerrt und lässt nicht los. Will flanken und tretet ihn dann noch hinten in die Hacken. Klarer geht's ja nicht. Und jetzt das Duell. Nielsen gegen Bernhard. Halt, Nielsen hat bis jetzt alle seine Elfmeterringe gemacht und den macht er auch souverän. Souverän macht er den rein. So. Genau, hier ist der Platz. Boah, Cristiano Ronaldo. Sehr sieben. Cristiano Ronaldo ist klar der bessere Fußballer als Lerne Murphy. Damit könnte ich jetzt einen riesen Hate kriegen. Weil das stimmt auch einfach. Technik, Dribbling, ja, vielleicht ist der Messi da besser, aber Tricks. Die Tricks, die man kann, kann Ronaldo einfach besser. Da gibt es viele Leute, die besseren Fußball spielen. Mit meiner Übersteiger und sowas. Das kann der Messi nicht. Der kann nur eins, den Ball am Fuß kleben und das wie ein Gott.
gebe ich zu, das kann echt gut. Gute Schüsse, Ball schnell unter Kontrolle kriegen, aber so Cristiano Ronaldo Freistoß, ja, das kann der einfach nicht so gut wie der Messi, kann nichts. Also dagegen kann er nicht so eine Long Shots wie Ronaldo, kriegt der Messi auch nicht hin. Dafür hat er den Fuß nicht. Muss den Ball immer schön gefühlvoll ins Eck schieben. Oder durch die Beine oder mit dem Lupfer. Ja, das war ein klarer Elfmeter. Ich habe es auch gesehen, wie er umgetreten hat. Wollte jetzt aber nicht aufs Spiel. Wollte mich nicht unterbrechen lassen. Weil das einfach so wahr ist. Deswegen hat er es auch verdient, Weltfußballer zu werden, Ronaldo. Da ist ein neuer nix dagegen. Und David Gea ist ja der beste Weltfußballer der Welt, ne? Bester Torwart, wie er von sich selber sagt. Ist klar. Also was der für Bock baut, das kann man sich ja nicht vorstellen. Naja, das ist einfach eine große Schnauze von Menü-Torhüter. Der, wie heißt der, Van Sar? Der Holländer, der war ein guter Torwart. Aber De Gea, der macht viel zu viele Fehler. Deswegen ist ja auch Iker Casillas vor ihm im Tor. Und davor Victor Valdes, wenn der mal eigentlich wieder Verein findet. Ist aber so. Und was war noch? Wie heißt er denn? Der von Costa Rica, der Torwart, der tut mir auch leid. Klar besser als Iker Casillas. Casillas hat es eigentlich gar nicht verdient, bei Real Madrid in der ersten Dings zu stehen. Also wie man gesehen hat, also bei der WM, was für Fehler der gemacht hat. Das war ja schon wirklich schlecht. Dennoch wird er auch klar als Stammtorhüter aufgestellt. Das habe ich nicht verstanden. Navas, der hat gezeigt, was er kann. Wird er nicht aufgestellt bei der WM. Naja, falsche Entscheidung, wo er hingegangen ist. Und der, wie heißt er? Ja, tut das dann jemandem leid, wenn du siehst, so Costa Rica, so ein super Torwart. Und dann darf der auch nicht spielen, ne? Da denkst du dir, warum wechselt er da hin? War doch irgendwie... Ja, der Trainer mochte Iker Casillas überhaupt gar nicht, hieß es, und dann auf einmal, yo, jetzt bist du mein Stammtorhüter. Ich hab's mir mal anders überlegt. Ich hab auf die Fans gehört und die wollten auf einmal alle Navas. Ne? Das ist dann immer so schön, ich hab auf die Fans gehört. Die haben mir den, oh, Harald. Die haben's mir doch gesagt, ich sollte den Casillas aufstellen und so ein Blödsinn. Ja. Und jetzt nochmal in die Mitte. Oh, Bakenga, der ist zu weit. Yo, was macht denn Arne Feig da? Kommen wir jetzt wieder zurück ins Spiel. Da redet er viel zu viel über Fußball. Über den CR7, Messi und so weiter. Darmstadt liegt 1-0 zurück. Allen hat mehr Ballbesitz. Und wer kommt jetzt? Jürgen Sula. Jo, was war das? Einer in Mitte, Lechleiter. Jetzt kommen, konzentrieren wir uns aufs Spiel. Auch wenn ich mich gerade in Fahrt geredet habe. Oh, Lechleiter. Robert Lechleiter, der war nicht schlecht. Wenn er sich senkt im Winkel, den gucke ich blöd. Habe ich 3-0 verspielt. Mit Kennige aus dem FM. So, Khalifi. Jo, man schmeißt sich da im Weg und Boland, der lässt den Ball, wenn ich auf Passen drücke, einfach stehen. Feuerkauf, oh, mit der Hacke. Spiel wird mal schnell. Oh, was macht denn der Harald? Harald, was machst denn der? Jo. Na, Aalen kommt jetzt ins Spiel, finde ich. Zweite Halbzeit läuft hier jetzt gerade gar nichts, auch wenn es so 5 Minuten gespielt sind hier. Natürlich die mit Janu Scheid los rauf da, Jungs. Ein super Heldenstart. Ach komm. Ey, das kann doch nicht so knapp sein. Komm, Ball her. Klaus. Jo, was hat er denn da gesucht? Spielen wir mal jetzt hier cool raus. Naja, so spielt man Fußball in Braunschweig. Kurzpass. Wurde ja auch irgendwie berichtet, dass der Thomas Tuchel
2016 bei Bayern Trainer sein soll, weil ja Pep will ja angeblich nicht verlängern, also jetzt zur Zeit, ist bloß die Frage, wenn das so ist. Den Tuchel, der ist ein guter Trainer, hat er bei Mainz gezeigt, Euroleague zweimal da drinnen. Zweimal wurde verkackt. Ich würde mal sagen, zweimal unterschätzt die Mannschaften. Oder Quatsch, wieder so viel vom Real-Life-Fußball. Ich verzette mich im Zweikampf. Oh, war mal ruhig. Aber der Tuchel, der kann was. Deswegen sind ja auch so viele an denen interessiert. Kann ich komplett nachvollziehen. Weil der hat echt gezeigt, was er kann. Yo, Khalifi. Na, das gönnt man den. Oh, den Tuchel, aber er hat ja irgendwie gesagt, wegen seiner Frau, weil er nicht so viel Zeit hat, wegen seiner Kinder. Deswegen ist er, hat er ja kurz aufgehört. Hört ja immer noch auf. Ist ja schon ein halbes Jahr vorbei. Natürlich im Fußball ist das kurz. Aber man hat es ja gesehen, bei Mainz hat es einen Umbruch gebracht, der nicht so stark ist. Anfang der Saison waren sie noch, ja, unerwartet gut. Da haben sie erst noch ein paar Fehler gemacht, da haben sie das Spiel gefunden und zurzeit sind sie ja nicht so überragend. Nicht so wie Augsburg, die alles dominieren. Außer gegen Bayern, ja, kann man ja auch verstehen. Aber Augsburg, ja, wenn sie so weiterspielen, spielen sie noch Champions League. Das wäre lustig. Das würde ich auch feiern, weil der Trainer, der Weinzeller, aber der für Fußball spielen lässt, ist ja schon krass. Das bei Augsburg. Die auch meistens, wenn sie im Rückstand gekommen sind, meistens noch das Spiel gedreht haben. Also sie können auch im Rückstand fallen und noch stark zurückkommen. Jo, das war ein super Spielzug. Jetzt läuft doch mal Bakenga. Er läuft dann hier hin. Oh, oh. Jo, Leandro. Jo, da kommen wir nicht ran. Jetzt müssen wir aufpassen. Robert Lechleiter. Lassen wir mal jetzt alle so stehen, was ich hier so von Fußball zurzeit weiß. Und trotzdem nehmen wir uns jetzt aufs Spiel, weil das ist jetzt ganz schön abgefuckt. Schlecht von mir in der zweiten Halbzeit. Das heißt schlecht, gut verteidigt, ne? Könnte man ja jetzt auch noch so sagen, weil Aalen kommt ja jetzt nicht vors Tor. Wenn wir mal sehen. Spielen jetzt aber auch guten Fußball und Giekewitz. Oh, hoffentlich fällt er nicht ins Tor. Wir müssen uns konzentrieren, weil sonst passiert hier noch das blöde Gegentor. Jetzt kommt jetzt raus, Krupke. Unser Tripler kommt mal über rechts. Jo, Matthias. Nö. Lass uns mal zwei Auswechslungen. Vielleicht verletzt sich ja noch einer, da müssen wir noch einen rausnehmen. Sicher, sicher, ne? So, jetzt kommen unsere Auswechslungen. Natürlich wird gepfiffen. Wie immer bei FIFA. Gucken, der Ball kommt kurz. Den müsste er haben. Hat er auch. Schnell spielen auf Krupke. Der Sieg bei Kenga. Der ist natürlich jetzt hier durch. Und zieht den Ball und bringt den Ball super auf. Krupke kommt er da ran. Nein. Nein, nein, nein. Zu lahm der Ball zum Schluss. Also anfangs Pace war super und dann ja verschwindet das Tempo. Alner probieren jetzt einfach noch den Ball rein zu kloppen. Oh, treuer Kauf. Jo, so spielt man Fußball jetzt. Bakenga wieder auf Krupke. Der Arne Feig, der Ex-Münchner und Bielefeld-Spieler. Jo, Bakenga, nochmal dazwischen, Krupke. Krupke, nochmal dazwischen, los.
Hofmann. Nein, Neumann. Sebastian Neumann oder was? Der Ex-Hertaner. Ich weiß nicht. Ich glaube. Das tue ich auch nicht alles. Bin ja nicht der Gott. Für jeden gibt es ja einen Gott. Für mich nicht. Ich bin der Gott. Oh, oh, das hätte ich nicht sagen dürfen. Tut mir leid, natürlich nicht. Oh, oh Mann, der startet so blöd. Super gespielt. Treuer Kauf, komm. So wollte ich es nicht. Da kam keiner mehr in der Mitte. Treuer Kauf geht danach. Ah, Freistoß für Aalen. Aber die Zeit geht runter. Für uns ist es gut. Wenn sie darum eiern. Gucken, wo der Ball hinfliegt. Jo, der geht da ganz schön weit raus. Und Hochscheid jetzt. Ich drücke auf Passen. Er nimmt den Ball wieder an. Genau dieselbe Aktion wie immer. Ein Kopf nochmal. Bei Leandro. Über. Nee, Fuso. Der ist nicht schlecht, aber wird von uns geklärt. Und Abpfiff. Der nächste Sieg ist doch schön, wenn es läuft. Wenn es läuft, dann läuft. Dann sehen wir nochmal ein paar Szenen. Und du hast ein hübsches Gesicht. Doch du hast auch ein hübsches Gesicht. Nett. Da sehen wir der Anpfiff. Der Anstoß, Bakenga, dann das Tor. Durch die Hosenträger. Nicht vergessen. 1-0. Für Braunschweig. Und dann gehen wir mal wieder. Welzmüller. Eine 7. Lechner 6,9. Schulha 7,2. Also der Eingewechselte. Super Note. Aber zum Schluss hat es ja nichts gebracht. Ja, ist der Sebastian Neumann. Ex-Osnabrücker. Ex-Hertaner. Da sehen wir unsere Noten. Kickewitz mit 7,4. Unsere Abwehr mit Ken Reiche und Hedenstart ist nix. Die andere Seite 5,5 und 5,7. Boland wieder ein gutes Spiel. Bakenga 7,6. Hochscheid 7,4. Auch wenn ich nicht viel von Hochscheid gesehen habe. Und Harald Nietz natürlich mit seinen 3 Toren eine 9,5. Spielerinfo. Schüsse 4 und da ging es 4 aufs Tor. Ja, schön und 3 sind versenkt. Schussgenau ist 100% natürlich, 71 Passgenau, da haben wir wieder 10% verloren. Aber allen nicht viel besser. Und dann geht's weiter. Boom, boom, Lautern gewinnt 2-0 gegen Darmstadt. Die Darmstädter müssen jetzt aufpassen. Nicht, dass es da zu viel, ich komme nicht aufs Wort. Zu viel Punkte liegen lassen, da können wir mal gucken, die Tabelle. Nee, zweite Liga, Lautern erster, dann kommen wir. Dann kommt Darmstadt, Kräuter führt und RB 6 Punkte, 17. Heidenheim und Aue. Ja, die können ja nicht absteigen, gibt es ja keine dritte Liga. Weiß nicht warum. Haben sie einfach keinen Bock, die FM, die FIFA, die EA Entwickler. Ja, wie viel Geld haben wir denn? Jobangebote wechseln wir gleich. Ich habe keinen Bock mehr. Erst die andere, ich natürlich weg hier. Können wir mal hier Einstellungen angucken? Hier kannst du keine Hand mehr einstellen. Audio, nee. Alles weg jetzt. Nee, Ball soll. Yellow. Yellow Ball. Schöner orangener Ball, bitte. Der sieht super aus. Da können wir den auch, müssen wir nicht jedes Mal wegen Schnee gucken. Da verstehe ich nicht, warum da nichts steht. Spielername, Radar. Okay, dann gehen wir mal weiter. Transfer. 1,5 Mille ist der Misimovic. Wird er geschrieben? Wie wird er geschrieben? Ich habe ein M gedrückt. Yo. Misimo. Ah, lassen wir das. Musik mir angucken. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge gegen KSC. Und das ist der DFB-Pokal. Ciao und haut rein.